das noch? Guten Morgen, Bike-Selbstbau-Freunde. Ich starte heute eine kleine Testrunde mit dem umgebauten Triebwagen 120. Hier auf dem Elberadweg in der Höhe von Thoma auf der gegenüberliegenden Seite. Kaffee. Oh ja. Elberadweg kurz vor Stadt wählen.
ist jetzt natürlich noch keine Sonne, aber das ist eine der schönsten Stellen. Einen wunderbaren Blick auf den Königstein mit der Festung. Geheimtipp: Findet man nie, wenn man es nie weiß. Aber ihr wisst das jetzt. Jupp. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn man mal zwei, drei Brennnessel am Rücken wegmacht. Dafür hat man seine Ruhe hier. Jetzt kurz vor Königstein. Eigentlich gehört es schon zu Königstein. Das Stück Alperadweg bei Königstein ist nie gerade so sensationell, aber danach wird es dann wieder romantisch. So, das waren die 3 Kilometer Königstein zur Stadt. Und ab hier ist jetzt wieder Spaß am Radfahren. Schon die Eisenbahnbrücke von Bad Schandau und dahinter der große Winterberg. Das ist noch Deutschland, dahinter ist die tschechische Grenze. Bad Schandau. Das ist jetzt nicht der schönste Rastplatz am Alperadweg, direkt gegenüber von Bad Schandau. Aber wenn jemand seine Verpflegung schon aufgegessen hat oder gar nicht mit hatte, bekommt man hier im Bahnhof ganz leckere Sachen. Thank you.
das ist das verbotene Stück Radweg. Also gesagt, ist das gesperrt. Da kommt man rechtselbisch eigentlich nie durch offiziell. Ich versuche es aber trotzdem. Das ist jetzt hier unterhalb von Mielienstein auf der rechten Seite von der Elbe, Elbabwärts.